Ich präsentiere dir in diesem Video drei Dividendenaktien mit Rabatt, das heißt drei Qualitätsaktien, deren Dividendenrendite innerhalb weniger Monate deutlich gestiegen ist. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Gründer des Aktienfinders mit über 115.000 Mitgliedern und da geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien. An der Stelle ganz wichtig, keine Kaufen, keine Verkaufsempfehlung. Mach dir selbstständig Gedanken über die jeweilige Aktie, schau, ob sie in deine Anlagestrategie überhaupt passt. Jetzt geht es aber auch schon los. Die erste Aktie, das wäre JM Smucker. Hierzulande eher weniger bekannt. Aus einem ganz einfachen Grund, die Produkte werden hierzulande eben kaum verkauft. Der meiste Umsatz, den dieser Lebensmittelgigant macht, ist in den USA, ein bisschen dann auch in Kanada. Also es gibt auch ein internationales Segment, sieht man hier. Das internationale Segment wäre das, International and Away from Home mit 13%. Das meiste davon geht aber nach Kanada und der ganze Rest ist in den USA. Wir haben hier mehrere Segmente. Und darunter beispielsweise Kaffee, Erdnussbutter, wo sie führend sind, aber auch viel Tierfutter. Und beim Hundefutter sind sie auch Marktführer. Das haben wir hier die drei Segmente Consumer Goods, Kaffee und Pet Foods. Insgesamt ein sehr solides Unternehmen und wir haben hier die Dividendenrendite momentan nahe Allzeithoch mit 3,7%, also deutlich mehr, als es in der Vergangenheit gegeben hat. Die Dividende soll auch noch weiter steigen und dann knapp unter um die Mitte 2027 auf den aktuellen Kurs bezogen. Da wäre sie dann, sollte sie dann liegen bei 4,3% laut Analystenschätzung. Wir haben hier auch ganz solide klassische Kennzahlen, seit 25 Jahren die Dividende nicht gesenkt, seit 21 Jahren gesteigert. Wenn man sich die Performance mal anschaut, dann sieht man langfristig durchaus gute Performance hier, 750%. Davon zwei Drittel Kursgewinne, der Rest Dividenden. Man sieht ja auch den Unterschied zwischen reiner Kursentwicklung und der Kursentwicklung inklusive Dividenden hier ohne Wiederanlage, ohne Steuern. Was man aber auch sieht, das ist, dass hier der Wurm drin ist. Seit ungefähr 2015 oder der aktuelle Aktienkurs liegt auf dem Kursniveau von 2015 mit 115 US-Dollar, weil der Konzern ist im Umbau. Man sieht hier die langfristige Gewinnentwicklung, was hier zuerst auffällt oder ins Auge sticht. Das ist der hohe Unterschied, ich mache mal die Dividenden weg, zwischen dem bilanzierten und dem bereinigten Gewinn. Insbesondere hier sieht man, dass der bilanzierte Gewinn ein bilanzierter Verlust ist, während der bereinigte Gewinn im Prinzip nach oben weiterläuft. Der verläuft sehr viel konstanter. Und das hat mit dem Umbau des Konzerns zu tun. Smucker hat sich von vielen Marken getrennt und darunter auch verlustbringend getrennt. Deshalb wurden dann hier nicht zahlungswirksame Verluste ausgewiesen. Man hat mehrere Tierfuttermarken verkauft, aber auch Snackmarken. Man kauft aber auch ein. Man hat beispielsweise jetzt 2023 im Geschäftsjahr, also hier dann, Hostess Brands übernommen für 5,6 Milliarden US-Dollar und das sieht man auch hier, wie die Bilanz quasi gestiegen ist, auch die zinstragenden Schulden, aber auch das Vermögen gestiegen ist. Und dann ist das natürlich immer ganz wichtig bei sowas, wie der Cashflow tatsächlich aussieht. Und den kann man ja auch hier einblenden, den operativen Cashflow. Und dann sieht man, aha, der liegt also näher am bereinigten Gewinn und dann natürlich auch den, also am bilanzierten Gewinn und dann auch den freien Cashflow natürlich ganz wichtig, um zu gucken, auch ob die Dividenden gedeckt sind. Und wenn man dann das mal vergleicht hier mit der Dividende, dann sieht man, okay, der freie Cashflow wird schon belastet durch den Konzernumbau, aber die Dividende ist weiterhin gedeckt und soll es auch in Zukunft so sein. Und hier ist dann quasi der Turnaround oder der Umbau quasi schon gelungen, laut den Analystenschätzungen. Also ist so eine kleine Turnaround-Story ein bisschen. Deshalb habe ich auch darauf geachtet, was das Management so gesagt hat, ob es eingehalten hat in den letzten Quartalen. Und da positiv, ja, ich habe mir die erste Prognose, die sie abgegeben hatten, für das Geschäftsjahr, das laufende Geschäftsjahr 2024 angeschaut, was dann ja schon vorbei sein, was eigentlich schon vorbei ist, also Geschäftsjahresende zum 30.04. Jetzt der 11. Mai, das ist schon fertig, aber wir kennen das Ergebnis noch nicht, das komplette vom Geschäftsjahr. Und da habe ich mir mal angeschaut, wie waren die ersten Prognosen, wie waren die Prognosen im letzten Quartal. Und die Prognosen wurden bestätigt.
Insbesondere ist bereinigt Umsatzwachstum in Höhe von 8,75%, was für einen Lebensmittelkonzern im Prinzip schon sehr hoch ist, Umsatzwachstum. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass momentan mit den steigenden Rohstoffkosten und der hohen Inflation und damit auch verbunden der Konsumschwäche oder ein Gürtel, den man enger schnallen muss als Verbraucher, es keine leichten Zeiten sind für so Konsumgüterhersteller, vor allem nicht für Markenkonsumgüterhersteller. Da schlägt sich Smucker eigentlich schon recht gut. Also der Cashflow, der freie Cashflow ist recht stabil, deckt die Dividenden und das entschärft hier das Ganze ein bisschen. Wir haben einen relativ hohen Goodwill, aber der teilt sich über sehr, sehr viele Marken auf. Deshalb für mich jetzt nicht so eine Alles-oder-Nichts-Wette, sondern diversifizierter Goodwill, wenn man so will. Entschärft auch den hohen Goodwill ein Stück weit. Hier, man sieht relativ wenig Cash, aber das wird dadurch auch gemildert, dass wir hier eben einen relativ stabilen, freien Cashflow haben, der insbesondere über dem liegt, was erstens positiv ist und zweitens dann auch die Dividende deckt. Okay, jetzt würde ich mal sagen, gehen wir in die Bewertung rein. Ich habe mal schon anklingen lassen, dass der Aktienkurs sich nicht gerade besonders gut entwickelt hat und das sieht man dann auch hier. Der Aktienkurs hat sich nicht besonders gut entwickelt, obwohl ja der bereinigte Gewinn weiter immer gestiegen ist. Das führt dazu, dass die Aktie momentan mit einem KGV von 11 zu haben, also knapp über 11. Und 2015 hat die Aktie noch teilweise ein KGV gehabt von über 20. Also wenn man sich das anschaut, dann liegt schon eine Unterbewertung relativ nah. Wie hoch die Unterbewertung jetzt genau ist, wie hoch dann die Renditeerwartung ist, die man daraus ableiten kann, machen wir jetzt. Wir machen hier die faire Wertberechnung basierend auf dem fairen Wert bereinigter Gewinn, also basierend auf dem bereinigten Gewinn. Dann zoome ich hier mal rein und dann sieht man hier, der aktuelle faire Wert würde bei 144 liegen mit einem durchschnittlichen KGV von 15. Aktuell haben wir jetzt 12 und der Aktienkurs bei den besagten 115. Jetzt würde ich aber Folgendes machen. Wir haben hier ja ein bisschen eine Verlangsamung der Gewinnentwicklung tatsächlich. Man sieht es hier, ist der Gewinn nochmal stärker gestiegen und hier ist die Aktie auch nochmal richtig hochgegangen. Ich würde den Durchschnittszeitraum verkürzen, also die Berechnung des Durchschnittszeitraums. Ich nehme ja erst ab 2017, das ist dann da, wo die Gewinnentwicklung quasi abgeflacht hat und wo der Aktienkurs auch runterging. Da war dann der Aktie schon günstiger bewertet und das drückt auch das durchschnittliche KGV dann von 15 auf 13,9, drückt damit dann auch den fairen Wert. Und jetzt haben wir noch einen fairen Wert, der konservativer ist, von 134 US-Dollar. Und darauf berechnen wir jetzt nochmal die Renditeerwartung. Das wären dann 18% per anno über 2 Jahre. Und danach wird es dann quasi die Renditeerwartung in das organische, eigentliche Gewinnwachstum des Unternehmens sich reduzieren. Wir haben jetzt also eine gute Einstiegsgelegenheit tatsächlich, wenn es denn so kommt, wie die Analysten das erwarten. So, nächste Aktie ist aus Deutschland und ist richtig interessant, eine Aktie aus der zweiten Reihe Mensch und Maschine. Es ist ein Softwareunternehmen, die haben CAD und CAM-Software, das heißt Software, um Maschinen in Bauteile zu entwerfen, zu konstruieren und dann später auch im nächsten Schritt, nachdem sie konstruiert wurden, zu fertigen. Das wäre dann diese CAM, M war, glaube ich, für Manufacturing Software. Die haben zwei große Segmente und zwar, hier habe ich auch eine schöne Erklärung, gibt es eine sehr schöne Unternehmensbeschreibung, was die machen. Und dann haben wir hier die Segmente. Das eine Segment ist M&S Digitalization, das andere ist M&M Software. M&M, nicht M&S. Also, M&M wäre Software, wäre das hier. Da haben sie selbst entwickelte Software, die sie vertreiben. Und da unten hier, da vertreiben sie die Software von Autodesk, die auch im Aktienfinder zu finden sind. Marktkapitalisierung von um die 50 Milliarden US-Dollar, glaube ich. Also deutlich größer als Mensch und Maschine. Mensch und Maschine vertreibt diese Software aber von Autodesk. Und ist auch recht erfolgreich. Die haben da, sie sind, glaube ich, der beste oder der Nummer 1 Vertreiber oder ein Nummer 1 Vertriebsunternehmen in Europa für Autodesk, meines Wissens auf jeden Fall in Deutschland, ganz sicher.
Das ist auch keine Kannibalisierung, die hier stattfindet, sondern es ist zwar beides mal CAD-Software, aber einmal eher für einen Allgemeinbrauch, Gebrauch und einmal eher so für Spezialanwendung. Und was sie dann auch noch machen, sind Schulungen eben für die Software, um dann auch nochmal Anpassungen für die speziellen Fälle ihrer Kunden. Und das läuft ganz gut. Und warum die Aktie jetzt eigentlich für euch interessant sein könnte, wäre natürlich hier die Dividendenrendite, denn die liegt jetzt bei über 3%. Und da muss man schon sehr lange zurückgehen, um eine so hohe Dividendenrendite mal bekommen zu haben von diesem Unternehmen, nämlich knapp 10 Jahre. Zwischenzeitlich lag sie bei unter 1,5% sogar. Und die Dividende soll dynamisch weiter wachsen, sollte dann liegen Anfang 2026 bei 4,3%. Wir haben ja auch ganz nettes Dividendenwachstum hier von langfristig im Mittel 25% pro Jahr. Also das ist dynamisches Dividendenwachstum. Gucken wir uns mal die Performance an. Dann haben wir hier bei Mensch und Maschine eine gute Performance auf die letzten Jahre, aber hier eine Durststrecke gehabt von, ich habe es sehr langfristig, was wir hier sehen, von 2000 bis ungefähr 2010, was kein so gutes Investment, aber dann auf die letzten 10 Jahre, da haben sie sehr gut die Kurve gekriegt. Da sind wir fast im Ten-Bagger-Bereich. Und dann aber auch hier wieder, momentaner Aktienkurs 54 Euro. Und die 54 Euro, die hatten wir schon hier Anfang 2020, sogar knapp davor, während Corona, ja, doch 2020 ungefähr. Also wir haben jetzt 4 Jahre quasi volatilen Seitwärtslauf. Gehen wir mal in den Qualitätscheck rein. Dann kann man das gar nicht so richtig nachvollziehen, wenn wir haben hier, und hier kann man den bereinigten Gewinn rausmachen, das sieht man hier, dass die letzten Jahre super erfolgreich gewesen, also sehr erfolgreich gewesen sind. Ich muss mit Superlativen aufpassen. Ich gebe an der Stelle keine Kaufempfehlung ab. Man sieht hier schön steigende Umsätze und auch steigende Margen. Die Margen werden in naher Zukunft deutlich steigen. Wir sollten einen kleinen Sprung nach oben machen, was damit zu tun hat, dass Autodesk umstellt vom, also ihr Vertriebsmodell quasi, nämlich vom Wiederverkauf zur Provision. Was nach meinem Verständnis bedeutet, dass wenn jetzt Mensch und Maschine eine Software verkauft von Autodesk, sagen wir mal, die kostet 1000 für im Einkauf und sie verkaufen sie für 1100, da haben sie 100 Gewinn gemacht und bilanzieren einen Umsatz von 1100. Und jetzt beim Provisionsmodell würden sie immer noch 100 Gewinn machen, würden aber auch noch den Umsatz von 100 bilanzieren. Was heißt, Umsatz geht runter, Margen gehen hoch, dass ihr euch nicht wundert, wenn ihr später mal diese Entwicklung dann hier im Aktienfinder zum Beispiel nachvollzieht, dann könnt ihr, wisst ihr gleich, woran das liegt. Der Vorstand von Mensch und Maschine begrüßt das Modell, diese Umstellung. Apropos Vorstand, der Chef von Mensch und Maschine heißt Ali Trotlev, ist der Gründer und hält immer noch über 45% der Aktien. Wir haben hier also quasi ein Familien- bzw. richtig gesagt ein gründergeführtes Unternehmen, was natürlich auch erstmal positiv zu sehen ist, aus meiner Sicht jedenfalls. Wir haben hier auch sehr solide Bilanzen, netto schuldenfrei und insofern absolut aus meiner Sicht eine Qualitätsaktie. Die habe ich übrigens nicht komplett alleine gefunden. Die haben wir hier schon bei Dividendenaktien mit Rabatt in der April-Ausgabe. Und ich wollte euch jetzt auch hier auf YouTube nicht vorenthalten. Und jetzt gucken wir mal, was der faire Wert sagt. Gehen wir mal in die Multiples rein. Und dann nehmen wir den bilanzierten Gewinn. So sieht er aus. Und da sieht man schön, wie das relativ günstig zu sein scheint. Die Aktie mit einem KGV von hier jetzt um die 29. Etwas günstiger als im langfristigen 10-Jahres-Schnitt. Da lag das KGV dann bei ungefähr 33, 34. Natürlich ist das KGV in Summe immer noch nicht ganz günstig, aber wir haben hier halt dynamisches Wachstum. Sieht man auch hier, wie stark das KGV wegen der prognostiziert ansteigenden Gewinne nach unten gehen würde. Dann Ende 2026 wäre dann das KGV beim aktuellen Kurs, auf den aktuellen Kurs bezogen bei unter 20. Jetzt gehen wir mal rein in die Berechnung des fairen Werts. Das machen wir dann auch auf dem bereinigten Gewinn. Und wir haben hier den bilanzierten Gewinn. Und dann seht ihr hier so diese Ausrufezeichen. Da steht dann eingeschränkte Aussagekraft aufgrund geringer Anzahl Analysten. Wir haben tatsächlich nur einen Analysten, der aktuelle Schätzungen abgibt für Mensch und Maschine. Das werden wir
das werde ich gleich berücksichtigen, werdet ihr sehen, wie ich das mache, ist eben ein Wert, ein deutscher Nebenwert aus der zweiten Reihe mit einer Marktkapitalisierung von unter 1 Milliarde Euro. Was ich jetzt mache, wir legen uns erstmal hier den fairen Wert so drüber, zoomen mal rein, da sieht man erstmal wieder schön, wie der Aktienkurs es respektiert hat, dass hier die Aktie mal wirklich recht teuer überbewertet war, dass er damit korrigiert hat und dass wir momentan einen Seitwärtslauf haben und eine relativ günstige Bewertung, der faire Wert basierend auf den Ergebnissen der letzten 4 Quartale bei knapp 60 Euro, Aktie kostet 54 Euro. Was ich jetzt machen möchte, ist, wir blenden jetzt die Bewertungslinien ein. Ich mache es ein bisschen konservativer. Ich könnte einfach hier hingehen und sagen, okay, das hier ist die Renditeerwartung. Wir nehmen einfach diese eine Analystenschätzung. Ich würde es ein bisschen anders machen. Ich würde einfach mal hingehen und ungefähr hier das Ganze da ein bisschen nach unten gehen, etwas linearer, weil wir haben hier eine Gewinnentwicklung, die leicht, hier man sieht es so ein bisschen, die leicht anzieht. Das würde ich nicht machen. Ich würde einfach eine Gewinnentwicklung mal hier erwarten oder prognostizieren für die Renditeerwartung, die etwas konservativer liegt hier. So, und da hätten wir dann eher, sage ich jetzt mal, so ein lineares Gewinnwachstum, kein steigendes Gewinnwachstum. Und wenn wir das machen, hätten wir einen fairen Wert von 79 Euro anstatt 93. Die Renditeerwartung entsprechend niedriger würde dann liegen bei 18,3% für die nächsten gut zweieinhalb Jahre. Und dann weiter natürlich wieder, auch wie bei Smucker, das eigentliche Gewinnwachstum. Also wir haben ja ein bisschen mehr Gewinnwachstum, weil die Aktie einfach günstiger ist. Aber auch langfristig wäre hier ein Gewinnwachstum drin. Man sieht ja auch hier das prognostizierte Gewinnwachstum hier von 16%, hier mal 20% sogar. Wie gesagt, aber nur diese eine Analyse, diese Schätzung hier in der Vergangenheit. Also deutlich dynamisches Gewinnwachstum. Und die Renditeerwartung kann dann weiterhin in einer ähnlichen Größenordnung bleiben, wenn das Geschäft auch weiterhin gut läuft. So, das war Mensch und Maschine. Und jetzt habe ich noch eine dritte Aktie versprochen. Und da kommt sie jetzt auch schon. Und das wäre Air Products and Chemicals aus den USA. Ihr wisst ja hier Industriegase zusammen mit Linde und wen haben wir noch? Air Liquide. Und was die Aktie auch interessant macht, ist natürlich zum einen hier die Qualität der Aktie, dann natürlich, dass die Dividende relativ hoch ist. Sie liegt bei 2,8%. Die Aktie hat jetzt die Dividendenrendite, hat mal 3% gekratzt, ein bisschen nach unten gegangen, aber immer noch sehr attraktiv. Und da haben wir hier sogar einen Dividendenaristokraten, worauf der ein oder andere ja stehen mag. Wir haben andere Kennzahlen, wir brauchen das nicht, aber wir zeigen das hier trotzdem an. 42 Jahre Steigerung am Stück. Und wenn wir hier in die, gut, gehen wir noch kurz in die Performance rein. Und da sieht man hier, dass die Performance, das sind jetzt die letzten 10 Jahre, 172%, machen wir noch länger. Dann hätten wir hier, wenn man lang genug ist, dabei ist ein Tenbagger. Und auch hier aber eher eine Seitwärtsentwicklung auf die letzten Jahre, hier seit Anfang 2020, so ähnlich wie bei Mensch und Maschine auch. Gehe ich mal kurz in den Qualitätscheck rein. Das sieht alles sehr erhaben aus, würde ich mal sagen. Steigende Gewinne, steigende Dividenden. Und wenn wir in die Multiples reingehen, dann wird es interessant. Zunächst mal hier sehen wir, dass die Aktie mal recht teuer war mit KGVs von über knapp bis an die 40. Aktuelle KGV ungefähr halb so hoch mit 21. Und hier soll es dann wieder nach unten gehen, klar, weil die Gewinne weiter steigen sollen. Noch interessanter ist, wenn wir mal hier die anderen Aktien anschauen, was die denn so treiben, wie die bewertet sind. Also die Konkurrenten, Linde haben wir ja hier und dann nochmal eine Air, aber diesmal eine Air Liquide. Und da sieht man, dass bis vor kurzem, also bis ja, Spätjahr, sage ich mal, letzten Jahres, 2023, die Aktien ungefähr gleich teuer waren vom KGV auf den bereinigten Gewinn. Und jetzt plötzlich aber die Aktie von Air Products and Chemicals günstiger geworden ist, während die anderen Aktien, die direkten Konkurrenten, teuer geworden sind. Wir haben hier also eine Schere, die sich da richtig aufgemacht hat. Da muss man ein bisschen fragen natürlich, warum ist das so? Insbesondere, weil hier sieht es doch alles, wie ich eben schon sagte, sehr erhaben aus. Liegt meines Erachtens daran, dass Air Products and Chemicals
eine sehr offensive Strategie führt, um Weltmarktführer zu werden beim grünen Wasserstoff. Und das kostet Geld. Man sieht es dann auch beim freien Cashflow, der hier stark negativ ist, die Dividenden momentan eben auf Pump finanziert. Und wer mehr wissen will im Detail, was Air Products und Chemicals macht und wie sie eben hier auf eine grüne Zukunft setzen, dem lege ich unsere Aktienanalyse hier nahe von Air Products und Chemicals. Ist eine prima Analyse gewesen, ich habe sie freigeschaltet. Also du kannst sie jetzt einfach lesen und weißt auch hier schön, was Sache ist. Gehen wir wieder zurück. So sieht es momentan aus und was der Markt gemacht hat, meines Erachtens, ist, er hat das Risiko einfach eingepreist, dass das auch schief gehen könnte. Und insofern ist die Aktie jetzt relativ günstig bewertet. Die Dividende soll aber nicht gekürzt werden, sie soll weiter steigen, auch wenn das Ganze jetzt momentan eben auf Pump passiert. Wir können hier nochmal die Größenordnung uns anschauen. Dividenden fließen ab in Höhe von ungefähr 1,5 Milliarden US-Dollar in 4 Quartalen. Und der Cashbestand liegt jetzt gerade bei 2,7. Das heißt, das sind jetzt vielleicht 6, 7 Quartale gedeckt durch den Cashbestand. Danach wird es dann eher eng. Und wir sehen hier, der freie Cashflow soll eigentlich erst wieder im Jahr 2027 die Dividende decken. Da müssten dann also, Aktien kann man nicht mehr zurückkaufen, da müsste man also neue Aktien ausgeben bzw. neue Schulden machen. Die Schulden sind in den letzten Jahren schon, hier sieht man es ja sehr schön, gestiegen, um die Dividende weiter zu finanzieren. Ist ein US-amerikanisches Unternehmen, ist ein Dividendenaristokrat, die werden also vermutlich tatsächlich, das ist meine Einschätzung, bevor sie die Dividende kürzen, eher Schulden machen, um dann das Geld entsprechend auszuzahlen. Ist natürlich jetzt nur begrenzt gut, aber weil der Aktienkurs gegebenenfalls, wenn wir ja gleich erfahren, relativ günstig liegt, weil es ein Qualitätsunternehmen ist und weil sich das Investment ja auch auszahlen kann in den grünen Wasserstoff, in die Produktion grünen Wasserstoffs, kann es dennoch eine sehr interessante Dividendenaktie sein. Jetzt gehen wir mal in die faire Wertermittlung rein. Wir können hier auch den bilanzierten Gewinn nehmen, richtig, die Bewertungslinien mache ich wieder raus und ich sehe hier eigentlich keinen Grund erstmal, warum ich jetzt tatsächlich die Bewertung hier reduzieren sollte. Wir sind also hier beim 23er KGV, ja gut, man könnte sagen, das höhere Risiko, aber wenn du die Aktie kaufst, dann gehst du ja davon aus, dass das, was Air Products and Chemicals macht, Früchte tragen. Sonst würdest du die Aktien nicht kaufen. Deshalb korrigiere ich es auch nicht nach unten jetzt hier. Das KGV kannst du natürlich anders machen. Stattdessen gehe ich bis hierhin. Da sind die meisten Analysten jetzt wieder weggeflogen. Das nehmen wir nicht. Wird auch sehr stark, sieht man auch, das ist ein sehr positiver Analyst, der hier übrig geblieben ist. Dann wäre, hätten wir hier eine Renditeerwartung aufs Jahr von sage und schreibe 20%. Ist natürlich sehr viel. Ja, gut. Ja, könnt es auch ein bisschen nach unten korrigieren, dann nehmt ihr hier die negative Prognose, weil 20% ist schon viel. Da hätten wir hier eine negative Prognose, wären das noch 16,9%. Wäre dann ein fairer Wert, der würde liegen bei 346 US-Dollar. Das wäre ein neues Allzeithoch, hier haben wir 320 US-Dollar. Aber man kann auch noch nach unten korrigieren, ich zeige euch mal, wie man damit ja noch spielen kann. Und könntet ihr noch konservativer gehen, sagen, ich denke, ihr habt das alte Allzeithoch hier von um die 320 Dollar, wäre es immer noch eine Renditeerwartung von 14% aufs Jahr, über 2,5 Jahre. Und hier seht ihr, wie erwartet wird, dass der Gewinn steigen soll, so um die 10% per anno. Immer natürlich vorausgesetzt, dass die Investition entsprechend Früchte trägt in den grünen Wasserstoff. Dann wäre das hier auch ein sehr gutes Investment. Also alle drei Dividendenaktien prinzipiell günstig bewertet. Also nicht nur die Dividendenrendite ist hoch, sondern die Dividendenrendite ist hoch, weil sie günstig bewertet sind. Gewinnentwicklung stimmt. Freier Cashflow habe ich schon gezeigt. Da muss man ab und zu ein bisschen was erklären. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon durch.
Jetzt wäre natürlich interessant, was ist dein Favorit? Schreib es gerne in den Kommentaren rein von den dreien. Und vielleicht hast du ja noch einen anderen Favoriten, vielleicht eine andere Dividendenaktie mit Rabatt im Aktienfinder schon entdeckt. Da kannst du das auch mal reinschreiben. Und wer weiß, wenn wir uns auch über diese, wenn wir auch uns für die Aktie begeistern können, dann wird die vielleicht auch hier bei Dividendenaktien mit Rabatt in der nächsten Ausgabe, das wäre jetzt dann im Mai, erscheinen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao.